Ja, mein Name ist Georg Peetz und ich bin verantwortlich für Forschung und Lehre am Institut für Kunstpädagogik im Bereich Kunstdidaktik, am Fachbereich Sprach- und Kulturwissenschaften hier an der Goethe-Universität. Mein Name ist Ahmed Jamukam. Ich habe Mathematik und Kunst auf Lehramt studiert, bin seit kurzem Absolvent und bin auch teilweise am Institut für Kunstpädagogik tätig gewesen, etwa 4 Jahre, haben verschiedene Projekte mit Herrn Peetz zusammengestaltet. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Ein Thema ist auf jeden Fall die Vielfalt der Möglichkeiten, die eingesetzt werden kann. Also verschiedene Kanäle, verschiedene Möglichkeiten zu Hause, also lokale Flexibilität und zudem auch, dass die Medien größeren Anteil am Alltag haben, aber insbesondere auch im Bildungsbereich eine immer wichtigere Rolle spielen und die vielen Möglichkeiten wir dann entsprechend auch, ich versuche, am Institut für Kunstpädagogik einzusetzen, da wir auch viele Lehramtsstudierende haben und die Lehramtsstudierende wiederum diese Möglichkeiten, auch mit heterogenen Lerngruppen umzugehen, dann selber im Studium ausprobieren können, lernen können, um die später auch in ihre eigene Lehre in der Schule einzusetzen. Ich war ja teilweise auch Student, also als studentische Hilfskraft zwar tätig, aber auch die Perspektive der Studierenden relativ gut mitbekommen. Die Angebote, die wir unterbreitet haben in den letzten paar Jahren, sind sehr gut angekommen. Es gab natürlich immer wieder auch kritische Stimmen, auch in Bezug auf Datenschutz, auf Zeitaufwand. Da haben wir versucht, vieles zu optimieren, also in technischer Hinsicht oder auch was Entscheidungen betrifft, was wir für ein Seminarkonzept erstellt haben. Insgesamt waren aber sehr viele, gerade im Bereich der Kunstpädagogik, sehr dankbar darüber, dass das Smartphone oder Tablet oder auch andere digitale mobile Medien auch als weitere Ausdrucksmöglichkeit, als weiteres Medium für die bildnerische Tätigkeit angeboten und genutzt worden sind. Ja, ein Element, das bei Studierenden gut ankommt, wir haben viel mit Audience Response System gearbeitet. Und hier sind natürlich die Möglichkeiten, auf die Lehrveranstaltung Einfluss zu nehmen, gerade in der großen Gruppe, sehr hoch. Und auch die Aktivierungsmöglichkeiten durch Fragen, durch Mitmachelemente sehr hoch, sodass also die Studierenden, denke ich, dieses Schätzen auch ihre eigene Einflussnahme auf die Lehrveranstaltung, dass die berücksichtigt wird. Ich glaube, die Zukunft ist davon geprägt, dass der Bildungsbereich immer stärker verschränken wird, dass also analoge und digitale Lehre mehr ineinander verschränkt werden. Und das ist also auch, es kann nicht sein, dass alles nur digitalisiert wird, sondern wichtig ist, dass die Übergänge wie ein Reißverschluss ineinander greifen, so wie es im Leben ja auch ist, wenn wir mit dem Smartphone aufwachen und wieder einschlafen. So wird es auch in der Lehre sein, dass zum Beispiel digitaler Zettelkasten, in dem man sich was vorlesen lässt, selbstverständlich zum Leben dazugehört. Und der kompetente Umgang mit dieser Kombination, der denke ich, wird in Zukunft sehr stark den Bildungsbereich prägen und sicher auch das, was wir machen. Also meine Hoffnungen und Erwartungen sind ähnlich. Ich hoffe mir eigentlich, dass die Herausforderungen und Probleme, die digitale mobile Medien im Moment noch darstellen, angenommen werden, dass damit umgegangen wird, dass das vor allem in der Lehre mehr diskutiert und auch getestet wird, dass die Lehrerbildung dahingehend verändert wird, dass Lehrerinnen und Lehrer von Anfang an die Möglichkeit bekommen, sich damit auseinanderzusetzen, eigene Kompetenzen zu entwickeln, um dann auch in der Schule mit Schülern und Schülern emanzipiert damit umzugehen. Also weg von Verboten, weg von dass man diese Medien verteufelt, sondern sie als eine weitere Möglichkeit neben anderen ansieht und dann versucht, das auch möglichst sinnvoll zu integrieren. Da muss man ambivalent damit umgehen, aber eben nicht mit einer Ablehnung kategorisch, das wäre falsch.